Und damit öffnen wir Adventkalender Türchen Nummer 5. Und wer schon länger dabei ist, weiß, Roblox gehört eigentlich seit langem dazu. Und nicht nur irgendwas, sondern Broken Bones. Tatsächlich haben wir das schon seit Jahren im Kalender. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich im heutigen Video. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gerne einen Daumen da und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Ich würde mal sagen, wir gehen hier mal rein. Es ist die Map wie vor, auch schon 2019 tatsächlich. Und wir starten mal. Wir kaufen uns ja gar nichts, denn alles ist selbst erspielt. Und ich würde sagen, let's go, Leute. Wir probieren mal die ersten Sprünge. Abonniert den Channel, schaut auf Instagram und auf TikTok vorbei. Und wir gehen mal hier rein. Bist du narrisch? 70 Schaden. Hier können wir mit dem Helium-Balloon ein bisschen in die Höhe gehen. Und natürlich haben wir auch unsere Helferchen hier. Aber die werden wir noch nicht benutzen. Die benutzen wir erst nach ein, zwei Jumps. Zack, einmal komplett in die Höhe. Mit dem roten Balloon tatsächlich. Passt auch zu mir. Und jetzt noch einmal richtig runterklatschen hier. Boah, wie hoch da geht. Und ich würde mal sagen, das Ziel für das heutige Video ist eindeutig, so viel Spaß wie möglich zu haben mit euch. Und ich möchte hier in die Steine rein und... Boom, ne? Nix lila, grün und blau, aber ich glaube tatsächlich, wir versuchen das Feuerwerk jetzt schon mal. Und zack, komm mal. Ah, das ist okay. Ich habe mir mehr erwartet. Vielleicht hierhin? Tatsächlich. 276 Knochen sind gebrochen. Und wir gehen hier mal runter und gucken mal das Final Endklassement hier. Weil, Endklassement, zu viel Formel 1, ich Idiot, tatsächlich. Zu viel Formel 1. Na? Es sind 117.000 und das beim ersten Versuch, Leute. Das ist echt crazy. Das ist... Na, wir gehen mal direkt in den nächsten Jump, Leute. Und ich würde mal sagen, jetzt versuchen wir was noch Wilderes. Ich gehe hier mal runter und benutze direkt den Ballon. Guck mal an, wie hoch. Wir sind hier höher als die Map, die da drüben ist. Und ich glaube echt, dass wir das... Wie hoch wir hier sind. Und jetzt wäre cool ein Smackdown. Oh mein Gott, Leute. Wir haben maximal Höhe erreicht. Maximal Höhe. Und jetzt klatschen wir hier voll runter. Das Problem ist natürlich, ich kann hier gar nicht steuern, wo wir hinfallen. Ich kann es fast probieren in die andere Map. Geht das? Nein, geht natürlich nicht. Okay, das wäre natürlich zu wild gewesen. Jetzt aber mal hier runter, Leute. Wir versuchen hier... Nein, 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 nein. Wir berühren die Steine nicht. Nein. Okay, es war mal ein cooles Aufblinzeln. Amnesie oder so. Es wurde erschüttert. Okay. Ja, das war jetzt nicht gerade unbedingt. Ja, ich habe mir mehr erwartet von dem Jump. Der erste Aufprall. Ah, schade, Mann. Schade, schade, schade. Ja, probieren wir mal hier runter zu gehen. Das war okay. Ich meine, das war okay. Okay. Ja, Dart, das war der falsche. Ja, gut. Hm. Mal abwarten, vielleicht bringt das ja ein bisschen Geld. Das bringt 173.000. Ja, Leute, haben die vielleicht den Payout darauf gedreht? Das ist ja gottlos, wie hoch unsere Einnahmen hier sind. Ich weiß auf jeden Fall, dass es viel Kohle bringt, wenn du Vollgas hier runterklatscht und natürlich mit dem richtigen Winkel fällst. Jetzt probieren wir das Ganze mal hier. Zack, jetzt mal lila, lila. Das ist gut. Zack. Oh, schwarz auch noch, schwarz auch noch. Schwarz ist das Ganze auch noch. Und hier jetzt nochmal rein, nochmal. Leute, das war ein perfekter Jump. Noch einmal hier rauf und dann probieren wir das Ganze hier again. Aber wir probieren es mit Gravity. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ja, Low Gravity, das ist okay. Wir gehen natürlich noch ein bisschen höher. Ich glaube, man kann die Low Gravity gut mit dem Helium Balloon benutzen. Aber ob das jetzt ein Riesending wird, gucken wir mal. Also es gibt jetzt schon safe eine halbe Mille. Da muss ich mich fast drauf festlegen. Jetzt müssen wir auf einmal nur noch gucken, wie die Landung wird. Ja, die war jetzt nicht absolut normal. Aber vielleicht hier noch einmal rein da. So ein bisschen gegen die Mauer. Zack, das ist gut. Das ist sehr gut, Leute. Das ist verdammt gut. Jetzt hier runter, Leute. Und da noch einmal. Bam! Yes, 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 yes. Guckt euch das mal an, fast 400 multiple Knochenbrüche und 9 mehrfach. Ich bin sehr, 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 sehr zufrieden mit diesem Jump. Vermutlich der beste des heutigen Tages und wir bekommen 219. Ich habe echt mehr gehofft, weil wir hatten doch ein bisschen Amnesie und vieles mehr, aber war dann doch nicht so das Ganze. Gut, einmal runter hier, wir klatschen mal normal ab oder wir nehmen jetzt die Gasfedern. Zack. Ja, das nimmt halt viel mit, aber es bringt halt auch wenig, muss man sagen.
zack hier und zack. Und für diesen Fall gehört der Gravity Balloon, der Helium Balloon, weil man halt hier wirklich wenig Lebensdauer hier hat. Und wir holen uns hier runter und probieren noch einmal gegen diese Steinwand da zu fallen. Die wäre perfekt. Probieren wir das Ganze. Ja, das reicht. Es schneit auch ein bisschen. Ich finde, das ist schön weihnachtlich. Nein, das ist gar kein Schnee. Hey Leute, Hirnschaden. Hirnschaden und runter. Den habe ich doch schon, würden manche jetzt hier sagen. Aber ja, es wird nochmal ein bisschen dunkler. Und wir gehen hier runter, Leute. Das könnte nochmal mehr Geld geben wie in der Vorrunde. Zack, zack und bam. Wir holen uns die Kohle ab. Helium Balloon wäre auch noch ein bisschen was drinnen. Und da klatschen wir jetzt noch einmal hier dagegen. Dann nehmen wir auch mal ein paar. Fast 500 Knochen. Ja, 500 Doppelknochen. Das ist crazy. Das ist unfassbar. Gut, gucken wir mal. Gucken wir mal, noch mehr, denke ich mal, wird es jetzt geben. Nur 178, nur. Ich meine, wir reden hier von 178.000 für einen Jump. Wir haben damals, ich weiß noch, 2019, wie wir das erste Mal hier gebracht haben, habe ich, glaube ich, 30.000 im Schnitt gemacht. Und jetzt machen wir da das, ja, keine Ahnung, Zehnfache. Das ist halt, ja, na, Zehnfache ist jetzt übertrieben, aber so das Fünffache, das ist dann schon ein bisschen mehr als erwartet, wirklich. Jetzt hier runter, ich weiß auch, wenn man hier mit einem guten Winkel hinfällt, kann man wirklich gute Schaden erzielen. Ja, diesmal war es jetzt nicht so viel, wir nehmen mal den Helium-Ballon, um nochmal ein bisschen Spannung damit reinzubringen. Mehr brauchen wir nicht. So, klatschen jetzt hier gegen den Stein und ich will mal sagen, wir kaufen uns tatsächlich, wenn das so weitergeht, heute noch ein Level dazu. Wir sind das bei 7 Minuten. Gerechnet habe ich damit, dass wir Firework schon ein zweites Mal heute zünden können. Ja! Hirnschaden und Hämorrhoid. Yes, Mann. Zack. Es wird nochmal kurz schwarz. Wir können nochmal raufgehen. Und werden jetzt safe wieder 170 plus 1000 bekommen. Also heute läuft es ziemlich gut, Leute. Und wenn euch das Video gefällt, abonniert, wie gesagt, gern kostenlos. Lasst einen Däumchen da. Und vor allem, dann wird es auch noch das ein oder andere Mal in Kalender kommen hier. Also das ist ja ganz, ganz klar. So, da, wir dürfen mal hier bei rechts reindrücken. Oh, die Innensicht. Die ist natürlich ekelhaft. Ich glaube auch nicht, dass die viele von euch hier sehen wollen. Und wir gucken mal, wo wir hin. 222.000. Oh, yes, Leute. Oh, yes. 1,2 Millionen haben wir hier eingenommen. Das ist wirklich eine sau gute Summe. Also, hier rein jetzt. Bam. Yes. Hier. Hämorrhagiert, aber es ist nicht unbedingt das, was wir vorhin hatten. Also wenn Augen lila, grün und blau sind, schwarz, Hirnschaden und Right Elbow. Oh my goodness, Leute. Oh my god. Und jetzt nochmal hier rein. Yes, mal nochmal schwarz und noch einmal den Heliumballon komplett aufblasen. Und ich will mal sagen, wir werden heute da wieder die 100, 150k knacken. Das ist ein Wahnsinn, wie viel Luck ich heute hier habe. Jetzt runter, Leute. Diesen Steinblock hier visiere ich an und der kommt, Leute. Der kommt mit ein bisschen Bänderriss, Knochenbrüche und hier zack, das letzte Mal. Wir gucken mal auf unser Ergebnis. Guck dich mal an, wie ekelhaft das aussieht aus der Innenperspektive. Da wird der quasi schlecht. Halleluja. Aber cool, cooles Ding. Die Map wird immer besser. Die war am Anfang wirklich unfassbar verbuggt. Jetzt, ein paar Jahre später können wir da wirklich glücklich drauf blicken. 213.000 und ich würde mal sagen, zwei Jumps gönne ich uns noch und dann werden wir mal gucken, ob wir unser Ziel von ein größeres Upgrade zu kaufen. Cool wäre natürlich, wenn wir das 63er Level erreichen, aber das war jetzt nicht so sanig. Aber natürlich wäre alles andere auch cool, wenn wir da ein bisschen mehr Punkte irgendwie rausholen können. Zack, ja, das war kein guter Run. Wir gehen mal rauf mit dem Luftballon. Und gucken mal, hier zack, Vollgas rauf. Nein, wir werden nicht ganz alles benutzen, weil ich auch schon gemerkt habe, wenn du wirklich alles benutzt, ist es dann wirklich auch nicht mehr am Schluss so effektiv, wie wenn du nur den halben benutzt und dann hier, ja, ist okay. Hier runter, zack, und vielleicht gibt es dann ein bisschen Ballonhilfe. Ja, es ist nicht so optimal gelaufen, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber wir werden mal kurz blicken. Ja, es gibt hier tatsächlich fast 200 Brüche. Wir werden mal blicken, einen Blick drauf werfen. 56.000 tatsächlich. Letzter Run, dann gucken wir mal, ob irgendwas kaufbar ist, Leute. So, lala. Hier runter. Oh, Firework ist schon wieder da. Und ich glaube, das werden wir hier jetzt mal benutzen tatsächlich.
und runter. Runter, Leute. Runter, 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 runter. Und zack, Leute. Yes, ne? Ich dachte, da kommt ein bisschen mehr. Das war schon alles. Das war alles. Ach, Mann. Das ist schade. Fürs heutige Firework. Baby, you're a firework. Gut, ich mache mein eigenes Firework noch einmal. Hier rauf mit dem Ballon. Und dann geht's komplett nach unten. Ich kann natürlich nicht so schnell wie beim Firework. Aber wir sind links. Es sind schon 50, 100, 200 mph. Das ist schon vom Lernsniveau. Und wir haben immerhin Hammering. So. Und Saki. Ja, es ist okay. Es ist okay, Leute. Wir gehen mal in den Shop, wenn wir hier das Final Class More bekommen. 500 beim mittleren, das ist auch 10. Das könnte auch viel Geld bringen, Leute, tatsächlich. Und wir bekommen hier, ja, das ist toll, das ist toll. 153.000. Viel Spam jetzt schon hier leider. Das ist echt mühsam. Stufe kaufen ist unmöglich. Die kostet 4,4 Millionen. Aber wir können uns immerhin da, bei Flugkontrolle brauchen wir jetzt nicht. Niveau der... des Verstochens, das werden wir mal raufdrehen. Und noch ein zweites. Da unten, glaube ich, haben wir ein bisschen weniger immer. Ja, genau, hier 700.000. Aber auch Bounce-Stufe brauchen wir auch nicht. Die Ei-Ebene, perfekt Cooldown. Ja, das ist auch alles unnötig. Wir nehmen, glaube ich, noch einmal das hier und versuchen den letzten Sprung des heutigen Tages, Leute. Und ich will mal sagen, da heißt es jetzt wirklich einmal noch alles zusammenkneifen. Was geht? Wir probieren hier mal rein zu fliegen irgendwo. Das ist so ein bisschen das Ziel, runter ein bisschen, runter, gut, das ist sehr gut, das ist verdammt gut. Es gibt Hirnschäden, zack, zack, und wir gehen hier, ich will da runter, ich will da rein so. Ja, das reicht nicht, dann gehen wir hier rüber. So, das ist gut, einmal mit dem Ballon nach oben. Ich glaube, der letzte Versuch könnte unser bester des Tages werden, mit dem Ballon nach oben. Wir haben aktuell, ja, 112, aber das ist ja natürlich auch nicht so so wichtig, wie viele Brüche, sondern auch wie welchen großen Schaden du hast. Mit dem Kopf wird es hier reinstoßen. Ja, wir werden wieder leicht benebelt und es geht runter. Genauso wollte ich auch vorhin fliegen und zack. Und jetzt gucken wir mal, Leute. Ich lege den Controller hin. Das war's für heute. Wir blicken mal auf unsere Punkte. Und wir bekommen da tatsächlich 200.000. Abonniert den Channel gern kostenlos. Lasst ein Däumchen oben da und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder im Adventkalender dabei oder auch noch später, wenn auf TikTok vieles ankommt. Bis dahin und ciao.